Guten Abend, liebe Eishockey-Freunde. Ich darf Sie ganz herzlich zur Pressekonferenz des heutigen Spiels Steelers gegen den ESV Kaufbeuren begrüßen. Ich begrüße auch die beiden Trainer, Didi Hegen, Kevin Godet. Wir haben vor 2302 Zuschauern heute das Spiel 6:3 gewonnen und ich möchte dich bitten, Didi, dein Statement zum Spiel heute abzugeben. Ja, guten Abend. Erstmal gratuliere zum verdienten Sieg. Ja, ich denke, so im ersten Drittel konnte man es ein bisschen ausgeglichen gestalten und dann im zweiten Drittel haben wir eigentlich total den Faden verloren. Da hat Dickheim wirklich super gespielt, schöne Tore rausgeschossen und dann stand es 4-1 und ich denke, Kompliment an die Mannschaft, wir fighten weiter und im letzten Drittel, denke ich, kann man eigentlich so zufrieden sein, aber das ändert natürlich nichts, dass wir heute verdient verloren haben. Und unsere junge Mannschaft, die lernt von Spiel zu Spiel und wir geben einfach nicht auf und machen einfach weiter. Dankeschön. Vielen Dank, Didi Hegen. Gibt es Fragen von der Presse an Didi Hegen? Die Frage nach Markus Tätinen wird gestellt. Er ist im zweiten Drittel raus. Können Sie uns damit eine Antwort geben? Genaueres noch nicht, aber der hat eine leichte Verletzung und müssen wir morgen erst zum Untersuchen schicken. Okay, vielen Dank. Kevin. Dein Statement zum Spiel. Ja, schönen guten Abend. Erstmals, ich muss ein großes Kompliment geben an meine Mannschaft, wie wir haben gekämpft diese letzte Woche. Ohne vier Leistungsträger, wie die Mannschaft hat immer einen Weg gefunden zu gewinnen. In Weißwasser, eine der besten Heimmannschaft der Liga. Und dann zwei Derbys, natürlich Heilbronn und Ravensburg. Wie gesagt, mit vier Ausfällen ist Hut ab, wie sie haben. Alles gegeben und bin sehr stolz. Und wir haben auch heute gekämpft. Es ist nicht einfach, wenn du spielst gegen eine Mannschaft, das alle denkt, du gewinnst. Wie Didi hat gesagt, das ist eine sehr junge Mannschaft und man muss eigentlich gewinnen, wenn man will oben spielen. Und die Jungs, wie er gesagt, die erste Drittel war ausgeglichen, aber am Ende, wir haben einen Weg gefunden, nämlich die Tore zu schießen und die drei Punkte zu Hause zu bringen. Und wie gesagt, das macht Spaß im Moment. Dankeschön. Gibt es zu Kevins Ausführungen Fragen von der Presse? Kevin, die Frage nach den Verletzten. Wer kommt wann wieder? Quinlan fängt an diese Woche, das war eine Gehirnerschütterung. Wrigley fängt an zu trainieren, wir werden sehen, wie sein Nachbar nimmt das. Und gleich ist auch fraglich. Diese Verletzung ist in Ravensburg passiert. Und ich denke, das wird ein bisschen Zeit nehmen, aber wir wissen noch nicht, wie lange. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Nachhauseweg, natürlich ganz speziell unseren Gästen. Ich hoffe, dass wir uns alle wiedersehen beim nächsten Spiel in der EGTRANS Arena hier am nächsten Freitag um 19.30 Uhr und zwar gegen die Dresdner Eislöwen. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und hoffe, dass wir uns alle hier wiedersehen. Auf Wiedersehen.